So, dann wollen wir doch mal schauen. Nach Süden hier, ne? Super, ist auch noch das, ist da noch alles eingestellt. Ja, das, was wir jetzt machen müssen, ist eine der Sachen, die ich auch mitunter am wenigsten ins Spiel mag. Ihr werdet schon sehen, warum, aber ich glaube, wir werden das ohne Probleme hinbekommen. Weil langsam bin ich doch geübt. Kann mir noch meine Nase abschneiden? Sie nervt. Die Nase? Ich glaube, selbst wenn die Nase weg ist, hast du ja trotzdem noch die ganzen Nebenhöhlen drin. Da müsstest du schon alles rausreißen. Und das sieht dann aber nicht schön aus, das kann ich dir sagen. Ach, das schaffst du schon. Kann ja nochmal gute Besserung wünschen. Vielleicht hilft das ja schon. Ich finde das so geil, wie der Vulkan so langsam dann ausspaltet und nicht einfach nur anfängt. So, also das ist schon cool. Obwohl, ich glaube, am Vulkan geht das sogar noch mit den ganzen drumherum. Ja, das Problem ist halt beim Vulkan, dass, oder generell, wir haben zwei solcher Orte. So, genau, hier vorne können wir hoch. Nämlich, wir müssen den abkühlen und dann müssen wir in den Vulkan rein. So. Ah, so. Oder ist so ein Kackvogel? Oh, die Sonne, das ist ja cool. Ist das... So, und wir haben jetzt nur 5 Minuten Zeit. So, und jetzt müssen wir erstmal eine Stelle suchen zum Hochklettern. Deswegen habe ich ja gerade schon geguckt, aber ich denke mal links wäre die beide. Ach, hier ist sie. Ach man, wir haben gleich schon eine Minute verkackt. Gehst du da bitte hoch? Danke. Hallo? So, jetzt geht's. Jetzt muss ich meinen Kopf mitnehmen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Einmal alles mitnehmen. Einfach alles wegnehmen. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die Zeit läuft auch noch, wenn man drin ist. Das ist halt auch mega kacke. Wir haben schon 2 Minuten verkackt. Ja, die Zeit läuft ja auch noch. Und hier geht's sogar. Okay. Interessant. Das war's schon? Also, der andere Dings ist viel, viel schwieriger. Die Kraftanwender gefunden. Damit schotze du nur so vor Kraft, hebe schwere Objekte durch Drück von A. Und das war's schon. Krass. So, und jetzt können wir diese Steinkörper, diese hässlichen, wegmachen. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwie was Wichtiges war, aber ich glaube nicht.
Twilight Princess, also ich würde sehr, sehr gerne, wenn wir dieses Spiel fertig haben, mal nach der GameCube-Version von Twilight Princess Ausschau halten. Also will ich ja sowieso mal. Ich würde das so gerne mal irgendwann. Ach guck mal, die Platten sind alle weg. Auch noch streamen. Das wäre so ein geiles Projekt nach Wind. Also irgendwann nach Wind Waker, so als nächstes 3D-Zelda halt. Ja. So. Dann, wo ist mein Bötchen? Da unten. Oh. Okay, interessant. Cool, damit haben wir den ersten Gegenstand und könnten theoretisch jetzt auch schon den ersten Dungeon machen. Ach nee, warte mal. Wir könnten auch da jetzt schon, glaube ich, direkt hin. Gesundheit. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das jetzt hier alles war. Aber ich habe so ungefähr noch die Planung. Ungefähr. So. Moment. Dann wollen wir mal. Du hast nichts gehört. Oh! Sorry, ich habe den Ton wieder ausgemacht. Das tut mir leid. Nicht böse sein. Ach. So. So, dann wo müssen wir noch nach Osten, war das, glaube ich, ne? Ich verwechsel total oft Osten und Westen. Total interessant. So, genau, sorry. Wollte kurz was nachschauen. Ja. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Irgendwie so Nord und Süden geht, aber so Westen und Osten habe ich irgendwie. Weiß ich nicht. Gesundheit. Aber jetzt klappt's wieder, ne? Ja. Sorry nochmal. Ich habe den Ton vorhin ausgemacht, als ich geguckt habe, ob ich synchron bin. Ja. Das total, wie das Segel sich dreht und so. Ich finde das ja auch immer noch mega gewagt, wie die einfach diesen Grafikstil hier umändern konnten, ne? Also in so einen starken Ghibli-Look. Das ist gut. Super. Und da kommt noch so ein Schrei. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Dann alle. Dann bin ich mal jetzt neugierig, was uns erwartet. Also, ich glaube, ich weiß, was halt ungefähr passiert. Ich bin mir aber nicht sicher. Also, gut schauen. Wo der Eingang ist. Ich glaube, südlich. Ja. Tada! Krabben hier überall. Das Gerät habe ich nicht offen. Brauch mich gar nicht verarschen. So, weg damit und rein jetzt. Aha. Guck mal, das ist sogar ein Sechser-Takt. Aber ich glaube, das ist für den anderen Ding, ne? Obwohl, es kann auch egal sein. Du hast die Hymne des Terragotts erlernt. Ich will noch nicht Terra, ich will, Doch, ist richtig. Ist richtig. Oh, Gott sei Dank. Vom Master Schwert Auserwählter. Mein Name ist Lard. Ich bin der Weise vom Volk der Zora, die seit langer Zeit hier in diesem Terra-Tempel seine Gebete darbringt, um dem Masterschwert Stärke zu verleihen, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen.
Tragischerweise hat das Masterschwert, das du mit dir führst, durch die Intrige Ganondorfs diese Stärke bereits verloren. Als Ganondorf vom Helden der Zeit niedergerungen wurde, erneut in Hyrule zum Leben erwachte, griff er diesen Tempel an und nahm das meine, auf das die Stärke des Masterschwerts verschwinden würde. Um dem Schwert nun wieder zu seiner alten Stärke zu verhelfen, bedarf es deines Weisen, der anstelle meiner in diesem Tempel hier seine Gebete darbringt. Eines Weisen, der meine Blutsnachfolge antritt und die dieses heilige Instrument zu spielen vermag. Wo habe ich das denn schon mal gesehen? Zeitalter vergehen, Generationen lösen sich ab, aber das Schicksal wird durch das Blut weiterhin überliefert und fließt doch immer durch jemandes Adern. Das Lied, das du gerade angestimmt hast, wird dieser Person wieder das Lied in Erinnerung rufen, das dem Gott dieses Tempels darzubringen ist. Und es wird hier ihr auch wieder seine Bestimmung als Weise ins Gedächtnis rufen. Die Tür lässt sich nun durch das Lied des Weisen öffnen. Ich glaube, das war diese eine Corona. Corona, ja. Meine besten Wünsche begleiten dich. Ich dachte erst, dass wir im falschen Dungeon sind. Wäre nicht so schön gewesen. Naja, so. Dann wollen wir mal los. Ach ja. Ach ja. Würde ich sagen, auf zu der entsprechenden Person. Warum sind hier so viele Möwen? Ist Ariel hier? Jedes Mal. Ich komme mit dem Taktschock nicht zurecht. Draconia, ja. Ja. Geronen sind Meister in Harfe-Spielen mit ihren zierlichen Händen. Ja, oh ja. Ach ja. Da hören wir schon die Geronen spielen. Dort, wo die Geronen wohnen. So. Welche Pizza mache ich mir denn heute, ist die Frage. Mache ich mir eine Hawaii, eine viel Käse oder irgendeine andere, die ich noch habe, wo ich vergessen habe, welche ich habe. Ich glaube, ich habe noch eine Speziale oder so. Der ist auch geil drauf. Was will der eigentlich? Der sieht auch aus wie so eine Figur aus der Augsburger Puppenkiste. Du bist nicht von hier, oder? Nein. Okay, dann nicht. Also bist du gar nicht von hier? Ja, nö, dann nicht. Nudeln mit Tomatensauce von gestern. Ach, guck mal, hast du jetzt was gefunden? Ja, das ist doch schön. Gut ist bei mir. Ja, das ist doch super. So. Ich habe noch eine halbe Packung passierte Tomaten. Ich weiß noch gar nicht, was. Also, ich glaube, ich mache die mit Reis, aber ich habe die jetzt auch schon im Gefrierfach gepackt. Ich muss mal gucken, wann ich die esse. Mal sehen. So, eigentlich voll interessant, dass wir erst zu dem einen Gebiet müssen, also uns das Lied holen, da müssen wir die holen und da müssen wir wieder dahin. Also das ist jetzt gerade wirklich extrem so gemacht, dass das einfach sich nur zieht, ne? Und das mit der Fee, das wäre mir nie im Leben aufgefallen, außer jetzt halt, wenn ich jetzt schon gesagt hätte, okay, ich fange jetzt an mit der Suche nach den Triforce-Dingern. Naja. Merke ja eh nichts. Ja, der kann's ja auch. Was weiß ich. Nee. Da wisst ihr ja was. Wo warst du denn? Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich glaube, ich habe dir das schon mal gesagt. Aber für mich ist das Instrument wirklich von schicksalshafter Natur. Es war das Instrument, das mich dazu angehalten hat, den Weg als Maid einzuschlagen. Komoris Großmutter war mein Lehrmeister. Ja, das haben wir schon alles gelesen. So, jetzt muss ich gucken, ob ich das Lied aus dem Kopf kenne. Welches Stück werden wir spielen? Nein, shit, das war falsch. Nein. Nein! Jetzt. Ich habe noch Reis mit Möhren und erst nur Geflügel. Wiener in der Pfanne gemacht. Oh, mit Wiener. So, jetzt Leute, jetzt wird hier ein bisschen musiziert. Also, wir hören mehr Musizierung. Oder?
oder nicht. Wirklich ein eigenartiges Lied. So merkwürdig es klingen mag, aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Und es erinnert mich an irgendwas, an etwas, das ich tief in mir vergessen zu haben schien. Ah! Es ist das Lied des Todes. Jetzt ist sie tot. Oh, doch nicht. Oder? Erinnert mich irgendwie an Majora's Mask, so diese Szene, ne? Da, wenn man die wirklich befreit. Die Musik ist übrigens sehr cool. Nee, lieber nicht summen. Ist nicht synchron bestimmt. Es waren ein paar Bauarbeiter da, was sich anfühlt, als ob als. Oh Gott, das ist sowas ist scheiße. Das ist das Triforce. Das Master Sword. Geben auch eine schöne Einheit so, ne? Die Stimme der Weisen, ich habe sie gerade im Geiste gehört. Ja, das hast du. Sie sagte mir, was ich von nun an zu tun habe. Okay, okay. Was? Dank dir bin ich mir meiner Bestimmung der als Weise des Terratens bewusst geworden. Okay. Also ich, doch so etwas, zu etwas dienlich. Meine Lehrmeisterin hat bestimmt davon gewusst. Was? Bitte geleite mich zum Terratempel. Wir müssen schnell das Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke wachen lassen. Das Bild vom Antlitz der Welt zu verbannen. Ja, nur... Aber vielleicht ist das auch keine direkte Sache, dass sie ein Nachfahre davon ist. Vielleicht ist sie auch einfach nur verbannt oder... Ach, nicht verbannt oder... Ach, keine Ahnung. Lass uns augenblicklich heimlich aufbrechen. Ganz heimlich und ruhig. Ich möchte, dass er mich einfach als die Might Melody in Erinnerung behält. Moment, mögen die sich? Hä? Aber was esse ich ab morgen? Andere Fragen. Ich finde das so niedlich, dass sie neben einem Boot sind. Ich weiß auch gar nicht, ob man auch den anderen Weisen so bei sich reinpacken kann. So, ich finde, und übrigens finde ich cool, dass man immer den Turm der Götter so sieht, im irgendwo. Achso, wir können, glaube ich, auch uns direkt dahin bewegen, ne? Ah, ey! Was, das die gerade nicht? Chicken Wings? Ist noch Pudding in der Küche irgendwo versteckt? Es gibt immer Pudding bei Luigi. Luigi ist der Puddingmaster. Chicken Wings sind auch cool. Oder ist auch Pizza? Pizza ist die Antwort auf alles. Essensbereich technisch. So. Dann wollen wir doch mal sehen. Also ich würde sagen, ich koche vielleicht später mit meinem Pudding. Das Problem ist nur, das dauert so lange, bis das Feste wird. Also nach dem Stream Pudding kochen für später ist halt ein bisschen kacke. Achso. Ist das hier richtig? Ist ja cool. Keine Hilfe da. Ja, auch keine. Ich meine, rede jetzt auch von Tiefkühlpizza. Hast du keine Tiefkühlpizza da? Ach stimmt, du hast ja letztens gesagt, du hast auch lange keine gegessen, ne? Schon einer, der nie alles da hat. Also Tiefkühlpizza habe ich immer auf Reserve da. Ich glaube, ich habe jetzt aktuell 7 Stück bei mir auf Reserve. Und ich habe 3 Flammkuchen auf Reserve. Also ich habe. Also sowas habe ich immer auf Reserve, falls mal irgendwas ist. Und Chili Cheese Nuggets und Brötchen. Die habe ich auch immer auf Reserve. Und sonst halt, der Rest ist halt zum Backen da. So, ne? Aber ich könnte die Tage mal wieder hier, wie heißt das hier, so Kartoffelauflauf machen. Das wollte ich sowieso machen. Aber noch so geriebenen Käse. Oh.
Den mache ich mir, glaube ich, jetzt extra auf die Pizza drauf heute. Oh. Ich habe noch Mozzarella. Könnte ich auch machen. Könnte auch selber Pizza machen, aber ich habe nichts für da drauf. Außer Käse. Ich könnte Spinat drauf machen. Das wäre cool. Da sind wir. Ich habe immer Hunger. Auch das, was ich nicht im Haus ist. Das ist aber so eine Prinzipsache. Ich habe auch immer Bock auf das, was du nicht hast. Ich will auch den Film immer gucken, den man nicht hat. Ich will dahin, wo gerade nicht die Möglichkeit ist. Das ist so, weiß ich nicht. Midori, lausche aufmerksam meinen Worten. Dieser Tempel ist ein gefährlicher Ort, an dem furchtbare Monster hausen. Sie haben dem letzten Weisen das Leben geraubt. Befolge also bitte diese Anweisungen. Wenn Basse deine Nähe erdrückt, dann folge ihm ohne Widerworte. Es klingt ein bisschen komisch, wenn die im Spiel so was sagen. Und wenn Bass A drückt, dann vertraue ihm und knie dich hin, auf dass er dich tragen kann. Okay. Ja. Und du, Bass? Melodie an deiner Stelle in den Tempel nicht weiter, mehr weiterkommt, dann spiele mit dem Taktstock das Musikstück, das du im Turm der Götter erlernt hast. Hast du mich verstanden? Diese Nate des Puppenspielers? Du beschützt Midori, Bass, und Midori hilft dir. Ihr müsst unbedingt Erfolg damit haben, das Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke zu verhelfen. Okay. Dann wollen wir mal rein, ne?